Was geht, Freunde? Im heutigen Video wird sich alles um Spieler unter 5 Millionen drehen. Wir gehen also wirklich auf die absoluten Cheap Beasts in Kickbase. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und das ohne die die Championship, wo man die Spieler schön sortieren kann. Ich bin wirklich jeden Kader durchgegangen und habe Stand jetzt meine persönliche Top 11 der Spieler unter 5 Millionen zusammengesucht. Viel Spaß damit. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Da man, wie gesagt, leider nicht die Championship nutzen kann, da konnte man das immer relativ schön visuell darstellen, weil hier Challenge is over, man muss erstmal wieder warten, bis die neue Championship im Game ist. Muss ich das Ganze ein bisschen improvisiert darstellen? Das heißt, ich habe mir hier auf der Seite, ihr seht es hoffentlich, wenn ich es technisch hinbekomme, ihr wisst ja, ich bin nicht der technikbegabte Dude. Schön visuell dargestellt, sollte verpixelt sein und wir werden nach und nach jede Position durchgehen. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt loslegen mit unseren Torhütern. Ich habe bei manchen Positionen Honorable Mentions dabei gepackt, wenn ich mich nicht wirklich entscheiden konnte, habe aber versucht, möglichst wenige Honorable Mentions reinzupacken, damit es eben letzten Endes auch eine wirkliche Top 11 ist. Im Tor gilt generell, jeder Torwart unter 5 Millionen ist hier eine valide Option. Wir haben da zum einen Schwolo mit 4,5 Millionen, neuer Torwart von Schalke ist dorthin ausgeliehen. Dann haben wir natürlich Frederik Rönno mit 2,9 Millionen, auch super günstig, kann man sich auch toll ins Team holen. Und meine persönliche Nummer 1 ist der gute Christensen von Hertha BSC Berlin mit 1,4 Millionen. Gehe ich persönlich mit ihm, ich muss aufhören persönlich zu sagen, aber Freunde, es ist wirklich gerade, erstmal Grüße an alle neuen Manager, vielen, 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 vielen Dank für 6.000 Abonnenten, ihr Irren, mittlerweile sind es glaube ich schon 6.100, also komplett verrückt, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der den Kanal abonniert hat, aber was ich dabei sagen muss, Leute, die hier neu drauf kommen, es kommen auch immer wieder ein paar Idioten dabei, muss man ganz ehrlich so sagen, dementsprechend, es ist immer in jedem Video meine persönliche Meinung, Freunde, egal was ich hier hochlade, wenn euch die Meinung nicht gefällt, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir sau gerne in die Kommentare, wirklich, wenn ihr mir konstruktive Kritik reinschreibt, ich will mich auch verbessern, ich bin ein guter Manager, aber ich bin kein perfekter Manager, denn keiner ist ein perfekter Manager, deswegen, wenn ihr Anmerkungen habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, aber schreibt das nicht so, der Dude ist lost, sowas wird eh direkt gebannt, deswegen seht ihr sowas auch nie in den Kommentaren, aber es gibt leider solche Leute, so. Ich sage es auch nicht mehr, dass es meine persönliche Meinung ist, das wisst ihr jetzt mittlerweile. Christensen sind für mich im Tor, 1,4 Millionen ist für mich unschlagbar. Rönno war für mich haarscharf dran, dass ich sagen würde, okay, Frederik Rönno ist meine Nummer 1, die ich hier wähle, aber ich denke, Christensen hat vor allem in der Relegation schon gezeigt, dass er echt was drauf hat und ich glaube, auch wenn Union Berlin vielleicht den besseren Tabellenplatz am Ende der Saison haben wird, dass Christensen einfach vom Gesamtpaket her eine sehr, sehr geile Saison spielen kann und für 1,4 Millionen mein Torwart in diesem 5 Millionen Cheap Beast Team. Auf der Linksverteidigerposition fangen wir an mit der Honorable Mention. Natürlich ist ja nicht jeder Spieler positionsgetreu, das funktioniert ja auch nicht, wir spielen das im 4-3-3. Es ist Felix Agu als Honorable Mention, 4,8 Millionen, kann man sich auch super mitholen, ist jetzt auch nicht teuer, wie gesagt. Der Innenspieler, für den ich mich entschieden habe, ist Pavel Kadaršabek. Natürlich rechter Wingback, deswegen nicht wirklich passend hier auf der Linksverteidigerposition, aber ihr seht schon, kostet leicht über 5 Millionen. Als ich es gestern aufgeschrieben habe oder vor 2-3 Tagen diese 11 gemacht habe, waren noch unter 5 Millionen, deswegen, Freunde, lassen wir den mal durchgehen hier. Mit 5,75 Millionen ist er ja fast noch unter 5 Millionen. Pavel ist halt jemand super verletzungsanfällig, da muss man immer das Risiko mit eingehen, der wird sich definitiv in der Saison verletzen, das passiert leider, wir hoffen und wünschen es natürlich nicht für ihn, aber es wird aller Voraussicht nach passieren, der hat gefühlt noch keine einzige Saison 34 Spiele gemacht, trotzdem für 5 Millionen ein Stammspieler von der TSG Hoffenheim mit unfassbar hohem Offensivdrang, tollem Output und auch generell guten Punkten ist komplett unschlagbar. Für mich eigentlich so fast mit einer der Top 5 Spieler in der App unter 5 Millionen. Pavel Kadaršabek auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Empfehlung. Dann kommen wir zu den beiden Innenverteidigerpositionen. Wir haben einen weiteren Spieler der TSG Hoffenheim und zwar Benjamin Hübner. 4,7 Millionen sollte eigentlich der Abwehrchef bei der TSG sein. War jetzt glaube ich 2 Jahre lang komplett verletzt. Hat aber schon im letzten Jahr ein bisschen Spielpraxis bekommen. Hat es auch schon sehr, sehr gut gemacht. Spielt aktuell scheinbar eine gute Vorbereitung von dem, was ich gelesen habe. Und von daher, wenn der Dude mal fit bleiben kann,
dann haben wir hier für 4,7 Millionen einen absoluten Brecher. Allein letztes Jahr 5 Spiele gemacht, 103er Average, gut, klar, war ein Tor dabei. Aber die Saison zum Beispiel 19-20, 25 Spiele, 97er Average, davor ein 109er Average, ist natürlich immer ein Risiko, davor ein 114er Average. Der Typ ist eine Wahnsinns-Kickbase-Maschine und für 4,7 Millionen würde ich persönlich den Gamble auf jeden Fall eingehen, dass er sich potenziell mal wieder verletzen könnte. Der nächste Spieler ist definitiv ein Top 5. Spieler unter 5 Millionen in der App, meiner Ansicht nach, ist Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg. Dürfte, wenn sie weiterhin die Dreierkette spielen, gesetzt sein, einfach aus Personalgründen. Und der Typ ist extrem gut. Also das, was er an den Ansätzen schon gezeigt hat, der kam letztes Jahr schon mit relativ vielen Lorbeeren zum VfL Wolfsburg an. Oder vor 2 Jahren, keine Ahnung, ich glaube letztes Jahr. Wurde da hochgelobt, hat letztes Jahr nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommen. 5 Einsätze, da geht natürlich wesentlich mehr, aber 1,4 Millionen ist komplett unschlagbar. Auch wenn er potenziell doch nicht der Startelf-Kandidat ist. Allein den Gamble, andere Spieler beim VfL in der Innenverteidigung, Brooks, teilweise 20 Millionen. Lacroix, teilweise 25 Millionen, teilweise 30 Millionen sogar. Also Spieler in der Wolfsburger Innenverteidigung sind immer mega teuer. Und wenn ihr dann Micky van de Ven bekommt für 1,4 Millionen, ja, dann könnt ihr absolut nichts verkehrt machen. Von daher würde ich da auf jeden Fall All-In drauf gehen. Rechtsverteidiger, erstmal die Honorable Mention, da bleibe ich erstmal von weg, weil er mit Sique und mit Kübler zu viel Konkurrenz hat. Es ist aber Johnny Schmid, letztes Jahr ja mit Corona unfassbar lange ausgefallen, ist aber eigentlich jemand, der wirklich teilweise immer in seinen 20-Millionen-Bereich war. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht mehr hier ganz, weil es schon über ein Jahr her ist. Aber der Dude, der war immer sehr, sehr teuer, wirklich sehr, sehr teuer. Und mit 3,1 Millionen kann man den Gamble auf jeden Fall eingehen, sollte eigentlich nominell der beste Rechtsverteidiger beim SC Freiburg sein, aber das wird sich dann noch zeigen. Wen ich aber gepickt habe, ist der gute Anthony Kaki, wie auch immer, von Mainz 05. Dürfte endlich die linke Wing... Ich merke gerade, dass es gar keinen Sinn macht, Kadarzabek auf links zu stellen und Kaki auf rechts. Das lassen wir jetzt so stehen. stellt euch einfach vor, die beiden sind getauscht. Kaki auf jeden Fall der linke Wingback bei Mainz 05. Die Position, die letztes Jahr immer, immer wieder für Probleme gesorgt hat, ist jetzt endlich mit einem Spieler gefüllt, der wirklich was drauf hat. Und für 4,5 Millionen kann man auch hier absolut nichts verkehrt machen. Er hat zwar mit Lukoki einen echten guten Konkurrenten. Ich mag Lukoki, aber Kaki sollte auf die Saison gesehen auf jeden Fall gesetzt sein. Und wie gesagt, für 4,5 Millionen macht ihr da nichts verkehrt. Wir kommen zum Mittelfeld und beginnen auch hier mit der Honorable Mention. Es ist der gute Sebastian Rode, 2,4 Millionen. Ist für mich nicht mehr gesetzt. Ich glaube, die Frankfurt-Fans werden mir da widersprechen, aber ich habe, ihr wisst es, einen kleinen Jakic-Fetisch, wenn man es so nennen kann. Ich liebe den Dude. Ich mag den sehr, beim Spielen zuzuschauen. Und ich glaube, nächstes Jahr, es wird natürlich rotiert werden. Ich denke aber, Jakic hat die Oberhand, deswegen ist Rode nur die Honorable Mention. Und mein letztendlicher Pick ist dann der gute Christian Jakic. 4,5 Millionen, für mich ein überragender Spielertyp. Auch für Kickbase, Box-to-Box mit viel, der kann wirklich alles abräumen, ist auch offensiv sehr gefährlich. Und von daher, wie gesagt, für 4,5 Millionen in einem Frankfurt-Team kann man das auf jeden Fall machen. Ich glaube sogar, dass es ganz gut sein kann, dass Rode die Champions-League-Spiele spielt und dann Jakic die Bundesliga-Spiele, weswegen Jakic dann nochmal für uns Kickbase-Manager von größerer Relevanz ist. Ist auch eigentlich nicht wirklich verletzungsanfällig, von daher Christian Jakic. Bisher noch nicht bombastisch gepunktet, aber der Dude hat es auf jeden Fall drauf. Ich muss aufhören, Dude zu sagen, es tut mir leid. 4,5 Millionen kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Kommen wir zum offensiven Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier immer wegixe. Wir haben 2 Stuttgarter. Und zum einen haben wir Orel Mangala, 4 Millionen, ist auch jemand, der schon wirklich auch in Kickbase gezeigt hat, dass er sehr, sehr gute Punkte machen kann. Gerade in der ersten Saison 87er Average, der hat auf jeden Fall was drauf, kann man sich auf jeden Fall gut und gerne mal mitnehmen. Und wie gesagt, für 4 Millionen macht ihr da nichts verkehrt. Karasor ist ja immer noch scheinbar im Gefängnis. Ich hoffe, da kommt jetzt wirklich kein Scheiß bei raus, das hoffen wir alle sehr. Egal, geht ja nicht darum, Mangala sollte Stand jetzt gesetzt sein, auch wenn Karasor vielleicht jetzt entlassen wird, würde auf jeden Fall die Vorbereitung verpassen oder verpasst bereits die Vorbereitung, von daher sollte Mangala neben Endo gesetzt sein und für 4 Millionen ist das ein absoluter Steal meiner Ansicht nach. Und dann kommen wir zum Top 1 Spieler, die man aktuell in Kickbase unter 5 Millionen kaufen kann und es ist Silas Katomba Mwumba oder Wamangituka, eigentlich Katomba Mwumba, 4,5 Millionen. Letztes Jahr natürlich lange verletzt gewesen, auch jetzt wieder seit längerer Zeit ein bisschen in Problemen, aber Freunde, die Leute, die die erste Kickbase-Saison von Silas gesehen haben, 107er Average, 25 Spiele und
der war teilweise nicht zu stoppen. Der war wirklich nicht zu stoppen. Stuttgart hat letztes Jahr eine komplette Seuchensaison gespielt. Und wenn der auch nur annähernd, wenn Stuttgart auch nur annähernd nicht um den Abstieg mitspielt, dann ist Silas für 4,5 Millionen wahrscheinlich meiner Ansicht nach der größte Steal, den man aktuell in Kickbase kaufen kann. Das ist komplett verrückt, wirklich. All in auf diesen Kerl, wirklich absolut all in auf Silas. Sorry, Katompa, Wumpa. Ich lieb's, den Namen auszusprechen. Linker Flügel haben wir Jessic Ngankam von Hertha BSC Berlin. 2,4 Millionen wird meiner Ansicht nach die 9er Position übernehmen. Ich sehe da keinen Selke. Ich sehe da keinen, wen haben sie noch? Piontek, wenn er zurückkommt. Aber egal, ich persönlich sehe da ganz, ganz klar in Jessic Ngankam. Passt viel, viel besser ins System und wird meiner Ansicht nach eine tolle Saison spielen. 2,4 Millionen kann man auch wirklich überhaupt gar nichts verkehrt machen. Und auch wenn ich generell von Spielern von der Hertha eher abrate, sollte Jessic Ngankam für 2,4 Millionen, wenn man noch einen Budget-Stürmer sucht, auf jeden Fall die beste Option sein oder eine der besten Optionen sein. Mein Neuner im Team ist der gute Simon Zoller. Letztes Jahr bombastisch angefangen, wer sich dran erinnert. 31 Punkte, 176 Punkte, 109 Punkte, 115 Punkte. Und dann ja diese ganz, ganz schwere Kreuzbandrissverletzung, wie die ihm 25 Spieltage gekostet hat. Und am Ende dann nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen. Ihr seht es auch an den Einheiten, fast nur ein Wechseleinsätze. Aber 4,6 Millionen hat jetzt die komplette Vorbereitung mitgemacht. Ich weiß, dass sie einen anderen Stürmer noch verpflichtet haben. Ich persönlich sehe aber Simon Zoller gesetzt, wenn er fit ist. Da kommt natürlich darauf an, wann er fit ist, wie er fit ist und wie gut er auch an die alten Leistungen anknüpfen kann. Aber sehe ich persönlich sehr, sehr stark bei ihm. Deswegen 4,6 Millionen Simon Zoller, meine Nummer 9 meiner Wahl. Und dann kommen wir noch zum letzten Spieler. Und der kommt von Union Berlin. Es ist Jamie Leveling. Für 4,2 Millionen kommt er von Greuther Fürth. Hat letztes Jahr 1000 Punkte gemacht. Das ist natürlich alles andere als gut. Aber wir haben alle gesehen, der Typ hat riesen, riesen, riesen Potenzial. Und er könnte, wenn er sich natürlich eben durchsetzt, einer der attraktivsten Spieler werden im Unioner Offensivblock. Also Geraldo Becker hat ja letztes Jahr auch gezeigt, dass sogar die Offensivreihe der Unioner effektiv und auch geile Punkte machen können. Und von daher Jamie Leveling, stell euch das mal vor, Jamie Leveling und Geraldo Becker, wenn die auf die Abwehr zulaufen, puh, holy shit, wenn da ein paar schöne Steckpässe kommen, ey, die holt sie nie wieder ein. Von daher Jamie Leveling, 4,2 Millionen, komplettiert hier meine Cheap Beast Mannschaft unter 5 Millionen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich das auch bald wieder ein bisschen schöner hier in Kickbase zeigen kann. Dürfte aber, denke ich, auch so ganz gut machbar gewesen sein. Das war's dann für heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns dann Donnerstag im nächsten Video und dann vor allem Freitag im Livestream. Ich kündige es jetzt schon mal an, der erste Livestream der Saison 22/23. Ich freue mich mega drauf. Vielleicht auch schon morgen. Mal gucken. Wir sehen uns bis dann, Freunde. Haut rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.